Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier bei Kreuzfahrtbulli. Um was es geht, sagen wir euch gleich. Ich glaube, ich stehe im Wald. Nein, wir sind beim Camping zur Burgwiese. So heißt das. Verdammt. Manchmal musste ich das nochmal neu machen. Hast du falsch gesagt. Jetzt weiß ich aber, Camping zur Burgwiese. Genau. Den Platz wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Seid gespannt. Der ist in Malchus. Uns gefällt der immer sehr. Wenn wir im Ahrtal sind, genau, dann gehen wir gerne oder fahren wir gerne auf diesen Platz. Gut gelegen, schön in den Weinbergen, sehr schöne Aussicht und so weiter. Also ist sehr, sehr schön gelegen. Genau, und den stellen wir euch jetzt einfach mal vor. Wir sind angekommen in Malchus und sind hier auf dem Campingplatz, glaube ich, zur Bergwiese heißt der. Jo. Bezahlen jetzt für unseren Bulli 6 Euro statt 8 Euro. Für ein Wohnmobil. Genau, das Wohnmobil kostet. Das wissen wir noch nicht, das werden wir euch am Sonntag sagen, was wir insgesamt bezahlt haben. Die Personen kommen noch dazu und so. Genau. Duschen kostet hier 50 Cent, das zeigen wir euch gleich. Wir machen nämlich gleich nochmal einen Rundgang hier über den Campingplatz. Genau. Ja, sonst, es ist jetzt trocken und wir hoffen, dass sie dann auch bald die Wolken wegziehen. Man sieht es ja da hinten so schön, wie sie über die Berge gehen. Wenn du dich andersrum drehst, dann siehst du die Dunstwolke. Genau. Auch ein besonderes Bild. Genau, da sieht man das. Hier jetzt sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das in auf die Richtung Seite. Oder da. Genau. Da sieht man es sehr gut. Ja, sind wir mal gespannt, wie unser Wochenende hier im Ahrtal wird. Ist ja jetzt unsere letzte Station auf unserem Urlaub. Ja. Ja, und dann schauen wir mal. Das ist unser Stellplatz. Hier im Malchus. Wir haben Wasser auf jeden Fall. Das ist dort hinten. Und Strom ist dort. Du brauchst hier nur einen normalen Stecker, ne? Ja, das ist ein normaler 230 Volt Stecker hier. Wie heißt das? Also Schuko. Schuko Stecker, genau. Ja. Ja. Ganz normale Haussteckdose. Dann sieht man hier sehr viele Dauercamper. Also es sind normal Plätze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 9 Plätze, 10 Plätze auf jeden Fall für auch Tagesgäste, aber viele Dauercamper. Und dann hat man das, muss man einfach zeigen. Man ist halt direkt im Weinberg. Ne? Das geht hier an der Nebenstraße, da wo Marcel gerade hinter unserem Bulli filmt, da ist eine Straße, da geht es direkt hoch in den Weinberg und dann kannst du da oben, wo der... Da eben noch mal zeigt, so genau da oben hoch und dann Richtung rechts zum Beispiel laufen. Genau. Auf dem Rotwein-Wanderweg. Wir werden euch das zeigen, denn das ist unser Plan. Das wollen wir natürlich nachher mal nutzen. So, jetzt gehen wir zu den Sanitäranlagen. So, auf den Weg zu den Toiletten. Gibt es hier The Dutchman's Pub, das ist hier eine Bierschenke, also hier kannst du abends also gemütlich einkehren. Waren wir selber noch nie drin? Nein. Weil wir haben unser immer alles dabei, unsere Getränke, wobei wir eigentlich nachher nochmal nachrechnen müssen. Wir haben keinen Wein mehr. Nee, wir brauchen noch Wein. Ja, dort ist die Information und auch die Anmeldung. Wichtig dabei muss man sagen, nur Barzahlung. Keine Kartenzahlung möglich, nur Bares ist Wahres. Ja, dann haben wir, wenn Sommer wäre, sogar ein Pool. Der ist auch frequentiert gewesen im Sommer. Ja. Ne? Also kann man nicht meckern. So, und dann Outdoor-Feeling. Leute, ihr müsst euch warm anziehen, denn die Toiletten sind hier draußen. Keine Heizung, kein nichts. Also. Aber alles sehr sauber. Sauber auf jeden Fall. Das finde ich ist fast das Wichtigere von denen. Sie sind funktional. Es ist halt ein bisschen kühl.
dann hast du Handwaschbecken, was ich bis heute nicht verstehe, und das ist bei jedem Campingplatz. Warum gibt es beim Handwaschbecken nur kaltes Wasser? Es ist so unangenehm, ja. Aber das ist überall. Das ist echt komisch. So, dann gehen wir mal rein. Ich gehe mal davon aus, dass hier gerade keiner ist. Nein, nicht keiner. Na, auch hier 4 Plätze, 3 Duschen. Drei Duschen. Kleiner Sitz für die alten Menschen. Und wie gesagt, ganz normal. Und es kostet von der anderen Seite 50 Cent. Und dann ist, glaube ich, Duschen für, weiß ich nicht, 3-4 Minuten. 3-4 Minuten. Also aus. Wir haben immer für 50 Cent sind wir beide fast durchgekocht. Also. Ja. Ne? Also das funktioniert. So, soviel zum Thema Spülbecken und alles. Was gibt es noch zum Dutchman Pub? Es gibt natürlich einen Biergarten. Also wenn gutes Wetter ist und wir hoffen, dass das kommt, dann kann man auch hier wunderbar draußen sitzen. Waschmaschine und Trockner gibt es auch am Stand. Also und hier hat man mal kurz die Gebühren. Müllgebühren und, dass ihr das auch mal seht, also da steht sogar, also Erwachsene 6 Euro, dann haben wir Strom 3,50 Euro, also Anreise bis 20 Uhr, an sich alles normale Preise, wo man definitiv nicht meckern kann, und Hunde sind erlaubt am Platz. Nachdem wir das in Gröde schon mal mitbekommen haben, ist das anscheinend für viele wichtig, dass man Hunde mitnehmen darf, und das darf man hier. So, und jetzt machen wir den Schnelldurchlauf, den Schnellgang über den Campingplatz. Man kann hier auch anscheinend ein, was ist das, so eine Art Bungalow-Häuschen mieten. Eine Laube, ne? Eine Laube. Und, naja, geräumig. Alles drin. Fernseher, alles, was man braucht, ist hier drin. Vorne sogar noch. Ein Grill, alles da, was man so braucht. Ja, das war auch dann unser Rundgang hier beim See. Camping, beim Camping zur Bergwiese, so heißt das. Ja, Seecamping sind wir nicht ganz. Also der Swimmingpool würde ich jetzt noch nicht als See betiteln. Die A ist hier, und wenn die A wieder ausbreitet, dann hat man hier auch einen großen See. Das ist natürlich wieder richtig. Ja. Wird aber auch reißender. Mitreißen. Also, gerade in der Hochsaison, Anfang August, Ende und dann September hin, würde es sich lohnen, auf jeden Fall nachzufragen, ob hier Platz ist. Weil hier sind Weinfeste, das ist eine Weinregion. Wie gesagt, wir beziehen unser Wein ja selber hierher. Da müsstet ihr nachhaken. Gibt also in der Lesezeit ist definitiv schwierig. Also wir haben immer bisher, wenn wir mal im September oder in der Lesezeit hier waren, dass wir immer noch Glück gehabt haben, dass wir noch einen Platz gekriegt haben. Aber ja. Das ist jetzt nicht die Regel. Ich meine, und wir fahren einen VW-Bus, den kriegt man immer noch mal irgendwo zwischen. Und beim letzten Mal haben wir an dieser Hütte sozusagen, daneben ist noch eine kleine Grünfläche, und da haben wir drin gestanden. Genau, weil die, also die haben uns irgendwo noch untergekriegt. Genau, weil die Hütte haben, die waren nicht da und haben gesagt, ach, stellt euch da hin, das passt schon. Also wunderbar. Also genau. Die machen hier was. Das sieht man, das ist schön am Camping da sein. Ne? Also, man kann stolz sein. Aber beim Wohnmobil könnte es schon schwierig werden. Also da ist das nicht so einfach. Das muss ich auch gleich sagen. Dieses Camping ist hier ausgeschildert. Da muss man aufpassen. Den Weg, den wir gefahren sind. Den würde ich als Sohncamper, der da hinten steht, also den wir ja vorhin gesehen haben. Also der da hinten.
der da hinten, mal gucken, ja, ob ich schneiden muss. Also ich glaube nicht, dass der den Weg gekommen ist. Also das ist echt ziemlich eng. Selbst für einen Bulli ist das schon eng. Wenn dann ein zweites Auto kommt, geht eigentlich fast gar nicht mehr. Da muss man warten. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt so ein Camper und noch ein Camper. Also es gibt so einen Außenweg, der, finde ich, den sollte man besser beschildern. Aber ja, das ist schon seit... Das Navi, das lenkt einen direkt durch. Also durch die engen Gassen dadurch. Ja, das ist ja schon doof, wenn das Navi sowas macht. So, das erstmal der Rundgang. Und unser Fazit, das geben wir euch dann, wenn wir bezahlt haben, damit wir euch sagen können, was es auch gekostet hat. Genau. Was wir jetzt nochmal zeigen wollten ist, dort ist die Hauptstraße, dort direkt neben der A. Und wenn man da durch die Häuser ging, und das ist relativ gut befahrbar, kann man einmal die Straße nehmen und kommt direkt zum Seecamping. Das würden wir auch... Nicht Seecamping, Mensch, Bergcamping. Bergcamping, da ist ein... Irgendwo wird ein See sein. Ja, der einzige See, der ist da, ist der Swimmingpool, aber oder, ist egal. Oder ich werde sie umbenennen. Ihr heißt ab sofort Seecamping an der Bergwiese, so. Ja, genau. Also Bergwiese heißt der genau. Genau, Camping an der Bergwiese. Und man sieht ja auch, da fahren so die Autos lang. Also von der Richtung kommt man besser zu den Campingplatz. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit von diesem Campingplatz. Was haben wir denn bezahlt? Haben wir ja euch ja gesagt, das müssen wir erstmal eruieren. Insgesamt für 2 Nächte, 2 Personen haben wir 46 Euro bezahlt, also 23 Euro pro Tag. Das ist wirklich in Ordnung. Ja, man hatte Strom dabei. Gut, der Bus ist ein bisschen günstiger. Genau, der kostet 6 Euro statt 8 Euro. Für ein Wohnmobil, genau. Und das heißt, ihr müsst nur nochmal 4 Euro, dann wärt ihr bei 50 Euro, bei 25 Euro die Nacht. Also ich denke mal, das ist in Ordnung. Duschen kostet 50 Cent. Und ja, wir kommt man aber gut mit klar mit einer also Dusche. Also wir haben tatsächlich zu zweit 50 Cent und wir hatten noch über eine Minute. Das heißt, wir konnten noch alles sauber machen und wir haben uns sauber gemacht. Ne? Also nicht so ungefähr... Das war's. Nein, wir haben uns richtig geduscht, so wie sich das gehört. Also, wir haben danach nicht wie ein Iltis gestunken, sondern wir waren sauber. Ja, was kann man zu dem wunderbaren Campingplatz zur Burgwiese? Ich habe das ja so oft falsch gesagt in den Videos, ne? Jetzt haben wir's bald. Haben wir's langsam wirklich drin, wie es heißt. Genau. Es ist ein schöner Platz, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, schön zwischen den Weinbergen. Das gibt es so kaum ein im zweites Ahrtal, würde ich sagen, nicht so wirklich. Also direkt am Rotweinwanderweg, also du kannst direkt rein in den Weinberg. Ja, also definitiv super gelegen. Ja. Die Frage ist nur, wie lange? Wie lange noch? Denn der Besitzer, beziehungsweise also das, der den Platz uns vermietet hat, ist ein Pächter. Und der Besitzer, der es verpachtet, ist ein Fürst von irgendwas. Ehrenberg. Ich glaube, wir blenden das dann nochmal ein. Genau, wir blenden das müssen nochmal rausgucken. Der hat jetzt die glorreiche Idee und möchte aus diesem wunderbaren Campingplatz laut Gerüchten Bauland machen. Tja, meiner Meinung nach total überflüssig. Braucht kein Mensch. Wichtiger wäre fürs Ahrtal, dass du dort genug Campingplätze hast und Stellplätze für Wohnmobile. Denn davon, das ist ein großer Teil, wovon das Ahrtal da auch lebt. Also die Leute kommen mit ihren Campingfahrzeugen, sie fahren von Ort zu Ort, vom Dörfchen zu Dörfchen. Und dann ist es auch wichtig, dass es dort irgendwo auch noch einen Campingplatz gibt. Also... Beziehungsweise, das hat uns auch der Campingplatzbesitzer gesagt. Genau. Das Ahrtal hat als einzigste Region eigentlich Minuswerte, was den Tourismus angeht. Und das ist der Grund, weil die gar nicht genug Schlafplätze anbieten können. Und jetzt hat man da noch einen Campingplatz, wo auch viele Schlafplätze sind, weil ja viele Tagestouristen kommen. Und das soll weggemacht werden für angeblich Familienwohnungen. Das glaubt aber kein Mensch. Plus, in Malchow sind so viele Häuser leer. Wir haben ein Weingut, seit 5 Jahren ist das leer. Da sollte man erstmal die Chance ergreifen, diese Häuser und Weingüter und was auch immer da an Häusern, das ist jede Menge. Genau. Die sollte man erstmal zusehen, dass man diese, meinetwegen neu baut dann oder sowas, aber irgendwas draus macht. Also es gibt in Malchow definitiv keine Wohnungsknappheit, die haben Wohnungsüberschuss. So ist es. Also wir finden es schade, wenn dieser Campingplatz weg ist. Also wir hoffen es nicht. Wir haben ihn euch gezeigt. Ich hoffe,
euch gefällt er. Wir werden auf jeden Fall nochmal hinfahren. Solange dieser Campingplatz existiert, werden wir immer hinfahren. Ein kleines Pendant. Wir zeigen es euch mal hier kurz. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja. Wir haben auch einige Fotos ja gemacht aus dem Ahrtal. Das werden wir euch jetzt auch am Ende nochmal einblenden, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie schön es dort ist. Genau. Ja. Von daher, ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, geht auf die Homepage von Maischoss. Nicht von der Campingplatz, sondern auf Maischoss und sagt auch unbedingt, hallo, dieser Campingplatz muss bleiben. Denn wenn viele Leute vielleicht zusammenhalten, kommen die Leute aus der Politik auf die Idee und sagen, oh, vielleicht ist es doch falsch, was wir da für die Zukunft planen oder genehmigen. Genau. So viel zu diesem Video. Wir wünschen euch eine schöne Camping-Saison. Genießt die Zeit, habt gutes Wetter und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Kreuzfahrtbulli. Bis dahin. Ciao. Wir sind kurz vor dem See. Nein, es heißt nicht so.